Moin oder Mahlzeit. Für mich ist es ja jetzt eher Mahlzeit, weil wir um 3 Uhr aufsteht, aber am Dienstagmorgen 10 Uhr. Große Pause, ich habe schon mal drüber gesprochen. Also, dass LKW-Fahrer Pause machen müssen. Und dieses Foodvlog Nummer 2. Und heute gibt's zum Frühstück oder Mittagessen Pizza, Fleisch, Käse, Brötchen. Also 2 Euro. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht herrlich aus? Ist wahrscheinlich ziemlich gesund, weil ist ja auch Gemüse drin. Aber ich habe da jetzt einfach Hunger drauf und ich bin schon seit 7 Stunden auf. Hab schon 6 Stunden gearbeitet. Und das ist meine erste Mahlzeit des Tages. Also, bon appetit. Noch. Seht ihr die Kruste da? Der helle Wahnsinn. Sowas gibt's in Nistertal im schönen Westerwald bei einem meiner Kunden. Ein Rewe-Markt, natürlich. Das schmeckt saugut. Fleischkäse ist von Pizza-Fleischkäse ist von der Rewe-eigenen Metzgerei, sprich Brandenburg. Und da ich ja nicht immer Lust auf Kaffee habe, gibt es dazu ein Mountain Dew. Ich weiß, dass es der Canterbury gerne trinkt. Und eigentlich bin ich nicht so ein Fan von Energy Drinks, aber ich will es mal probieren. Überraschend lecker. Überraschend lecker. Nicht zu süß. Mal gucken, ob ich gleich rumtitsch wie so ein Flummi. Aber zurück zum leckeren Pizza-Fleisch-Käse-Brötchen. Oh, lieber Schalli, oder? Achtung. Na, mal gucken, wie viel Pause ich noch habe. 9 Minuten muss ich noch. Ich bin mir überlegen für mein nächstes Foodvlog, ob ich mir mal Sushi holen soll. Kann ich natürlich nicht unterwegs machen, weil unterwegs kenne ich nicht einen Sushi-Laden. Obwohl, in den Rewe-Märkten gibt es von Natsu immer eine Kühltruhe voll mit Sushi. Werde ich wohl da mal demnächst einer großen Pause mir ein Nümmerchen Sushi reinpfeifen. Mhm. Natsu Foods hießen früher übrigens Tsunami. Und haben sich alle aufgeregt, als dieser große Tsunami kam. Und die haben dann ihren Namen umändern müssen. So ist das. Muss ja immer politisch korrekt sein. Ich rede wieder zu viel und esse zu wenig. Lecker. Sehr lecker. Und daumendick.
Wirklich ungelogen, Daumen dick, ihr könnt es sehen. So macht Pause Spaß. Was da alles drin ist. Paprika. Ich zeig's nochmal. Das sieht so geil aus. Oder? Einfach lecker. Und das hat jeder Rewe-Metzger, also jeder Rewe in seiner Metzgereiabteilung. Die Krümel vom Brötchen, die sind ja auch noch frisch. Also keine aufgebackenen, sondern richtig gute, frische Brötchen. Ich will jetzt nicht die Werbung für Rewe übernehmen, aber wenn was so lecker schmeckt, da kann man auch ruhig mal sagen, wo es herkommt. Also, Wahnsinn. Könnte ich auch den ganzen Tag essen. Das ist immer ziemlich interessant, wenn hier so seine Pause macht und isst so was Herzhaftes und steht an der Warenannahme und draußen laufen die Leute vorbei auf der Straße, gucken dann so rein. Ich habe ja hier meine Scream-Maske hängen. Und die Leute gucken mir immer ganz erstaunt, Kinder lachen und zeigen mit dem Finger drauf. Und dann haut man sich hier sowas rein und dann gucken die Leute. Naja. Das ist wie mit dem Bushcraften. Wenn du da mit dem Messer im Wald rumläufst und dich sieht einer, die denken auch, du hast sie nicht mehr alle. Ja, nach 5 Minuten. Pause machen ist schon schön. Vor allen Dingen, wenn es so leckere Sachen gibt. Ich kann gar nicht beschreiben, nach was das schmeckt. Ein bisschen zitronig. Ja, Zitronensäure ist ja drin. Ansonsten nur gesunde Sachen. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Aromakonservierungsstoff, Kaliumsorbat, Aroma, Koffein, Stabilisator E414, modifizierte Stärke, Farbstoff, Beta-Carotin. Nur leckere Sachen drin, oder? Nur leckere Sachen. Übrigens 79 Cent plus Pfand. Kann man nicht meckern. Ist schon wirklich was sehr Leckeres in einer wunderbaren Pause. Boah. Könnte ich den ganzen Tag essen. Aber ich weiß jetzt, was ich jetzt jeden Tag essen kann. Zu meinem kombinierten Frühstück und Mittagessen. Ey, das ist ja ein Lunch. Nee, nicht Lunch. Das ist das Brunch. Breakfast and Lunch. Aber das ja Fast Food ist, wäre es ja ein Schlunch. Ne? Schlunch. Ne? Mal gucken, bevor ich es gleich wegbeiße. Oh. No. Erste Mal, dass ich hier Pause mache. Ich glaube, das mache ich ab sofort öfters.
Ach, da sind auch noch kleingeschnittener Mais drin. Zwiebeln. Bisschen Bacon. Der Brandenburg weiß schon, was er tut. Immer viel da. So, der letzte Bissen. Traurig. Kann man haben. Sau lecker. Ah, meine Pause nähert sich wieder der letzten Minute. Prost, Freunde. Essen weg, Getränk fast leer, Pause ist um. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Tschüss.